Hallo und herzlich willkommen zu einer richtig backenden Partie Age of Empires 4. Wir haben hier ein Teamduell, nämlich 3 gegen 3. Die drei im Süden sind in Blau Lucifron mit der Zivilisation der Rus. Wir haben auf der sicheren Position unten in der Mitte Vortex mit dem Heiligen Römischen Reich und links außen in Grün der Mister mit den Malian. Im Norden ihre Gegenspieler sind in Orange Sordov mit der Abbasiden-Dynastie. Auf der sicheren Position im Norden die Engländer von Linok in Gelb. Und in Rot rechts außen haben wir ebenfalls die Rus in der Farbe Rot von State. Das heißt, ganz interessant, wir haben eigentlich rechts ein Duell zweier Rus-Zivilisationen bzw. Rus-Spielern. Da wird es ganz interessant zu sehen, ob sie eher defensiv spielen, auf die Wirtschaft fokussiert, oder ob sie doch eher versuchen, sehr früh schon militärisch aktiv zu sein und den anderen unter Druck zu setzen. Ebenso sehr interessant ist die Ausgangsposition im Norden und im Süden mit den mittleren Spielern, da wir hier wohl, ja, mal sehen müssen, was für eine Spielweise die beiden vorhaben. Wir haben nämlich im Süden beispielsweise mit dem Heiligen Römischen Reich eine Vielzahl an Optionen, in welche Richtung dieses Spiel sich entwickeln könnte. Wir haben natürlich einerseits die Option, sobald das zweite Zeitalter erreicht ist, mit einem sehr aggressiven, offensiven Wahrzeichen in das dritte Zeitalter weiterzugehen. Oder aber eher auf die Wirtschaft, also auf das Goldeinkommen fokussiertes Wahrzeichen zu wählen. Und im Norden, die Engländer haben ja bekanntlich die Option, als eine der wenigen Zivilisationen bereits im ersten Zeitalter militärisch aktiv zu werden. Sieht aber nicht so aus, als würde Linok diese Variante wählen. Nein, er hat 8 Dorfbewohner, die Nahrung sammeln und 3 auf Gold. Wir haben aber links und hier haben wir bereits die Erbauung der Ratshalle. Das heißt, das Voranschreiten Richtung zweites Zeitalter. Die Ratshalle ist das übliche Wahrzeichen, was die meisten Englisch-Spieler wählen. Ist ein Militärwahrzeichen und ermöglicht es, den Engländern Langbogenschützen auszubilden. Mal sehen, wie aggressiv er damit aber zu Werke gehen wird. Die ersten, die aber sich Richtung erstes Zeitalter aufgemacht haben, waren die Abbasiden. Und zwar haben sie sich den Wirtschaftsflügel ausgesucht, ist auch die übliche Wahl der meisten Spieler. Weil diese Tech, die wir hier haben, ist eine der besten Technologien im Spiel. Frische Lebensmittel. Wenn diese Tech erforscht wurde, ermöglicht es den Abbasiden, nur die Hälfte für ihre Dorfbewohner auszugeben, also bezüglich Nahrung. Und ich gehe stark davon aus, dass Sword of diese Tech sofort erforschen wird. Und im Anschluss daran gleich sein zweites Dorfzentrum zubauen, um eben diese Ermäßigung der Dorfbewohner sozusagen so richtig auszunutzen und quasi doppelt so viele Dorfbewohner zu produzieren wie seine Gegner. Dann haben wir im Süden die Wahl, ein sehr interessantes Wahrzeichen. Mister wählt hier das Handelsnetz der Sahara, das heißt ein defensives Wahrzeichen, so etwas wie ein Outpost, also wie ein Turm, der einerseits dieses Wahrzeichen wird einerseits diese Goldmine hier sicher zumindest im Early Game absichern, andererseits hat aber die Möglichkeit Richtung richtig starken Handel mit den Malian zu gehen. Mal sehen, ob er das auch macht. Wir schauen mal zu dem Heiligen Römischen Reich und das Heilige Römische Reich hat die Aachener Kapelle gewählt. Wie wir hier sehen, die Dorfbewohner rund um diese Aachener Kapelle, die glühen so gelb, gelblich, golden
Und das bedeutet, diese Dorfbewohner arbeiten noch schneller, weil sie von dieser Aura sozusagen inspiriert werden. Was machen die beiden Russspieler? Der blaue Russspieler Lucifon geht mit dem goldenen Tor ins zweite Zeitalter. Nicht wirklich überraschend, das ist eigentlich mehr oder weniger das einzige Wahrzeichen, was Russspieler wählen. Die zweite Option ist eine Art Burg sozusagen, die aber nicht wirklich gewählt wird. Ich gehe stark davon aus, jawohl, auch der rote Russspieler hat das goldene Tor ausgewählt. Ermöglicht den beiden 100 Ressourcen von einer beliebigen Ressource zu handeln, sozusagen zu einem besseren Preis. Wenn wir hier sehen, 100 Gold gegen 150 Nahrung tauschen, 100 Gold gegen 150 Holz oder 100 Gold gegen 150 Steine. Auf der anderen Seite jeweils die 100 Ressourcen gegen 150 Gold. Das ist sehr gute sehr gutes Tauschverhältnis, natürlich mit diesem Landmark, im Unterschied zu regulären Marktplätzen, wo der Preis im Laufe des Spieles durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Was haben wir hier im Norden bei den Engländern Neues? Die bauen jetzt erst bei Minute 6:30 so ungefähr eine Kaserne. Wie gesagt, diese Option hätte Linok auf den Engländern schon in der ersten Minute gehabt. Wählt aber die Option zuerst einmal, das kleine Dörfchen zu sichern, Ressourcen zu generieren und eher einen defensiven Ansatz. Auf der anderen Seite hier im Süden Vortex mit dem wohl offensivsten, aggressivsten Spiel hier, mit dem Erbau des Burggrafenpalastes wird er richtig Druck ausüben können. Das ist natürlich das militäre Wahrzeichen des Spiels möglicherweise, ermöglicht nämlich die Units, die Einheiten aus der Kaserne so richtig schnell auszubilden. Vorausgesetzt, Gold und Nahrung ist zur Genüge vorhanden. Und wie wir hier sehen, hat Mister, der grüne Spieler auf den Malian, eine Mühle hier in das mitten in das Dorf von dem Heiligen Römischen Reich erbaut. Das ermöglicht ihnen, Vieh zu produzieren. Das können in dem Spiel nur die Malier. Und dieses Vieh wird hier rund um die Aachener Kapelle geschlachtet. Und damit haben sie eben diese schnellere Rate an Nahrungseinsammlung durch die Aachener Kapelle. Und was sehen wir hier? Durch die neuen Dorfbewohner auf Gold und dieser Fülle 16 bis 18 Dorfbewohnern, die Nahrung einsammeln, haben wir hier einen richtigen Schwall an Waffenknechten, die sich Richtung Gegner aufmachen. Die Waffenknechte sind gepanzerte Infanterieeinheiten, die dem Gegner sehr viel Kopfzerbrechen bereiten können, weil es zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr viele Möglichkeiten gibt, diese Waffenknechte schnell zu killen. Wie wir hier sehen auf der Minimap, zuerst hat Vortex mal die ersten paar Waffenknechte Richtung England geschickt. Wahrscheinlich keine gute, er versucht es tatsächlich, aber das Problem mit England ist einerseits durch dieses Militärwahrzeichen Ratshalle, haben sie immer die Möglichkeit, sehr, sehr schnell, 7 Sekunden, einen Langbogenschützen auszubilden. Das heißt, wir sehen hier, wie viele hat Linok bereits? 7 Langbogenschützen, 6 Speermänner. Das erkennt Vortex richtig schnell und schickt nun, wir sehen hier auf der Minimap, diesen Schwall, diesen Strahl an Waffenknechte nun doch Richtung Abbasiden, weil die Abbasiden sind meistens eher eine langsamere Sieg. Die kommen langsam in Fahrt, aber wenn sie in Fahrt kommen, dann sind sie auch richtig gefährlich. Aber wie wir hier sehen, hat der orange Spieler natürlich sein zweites Dorfzentrum errichtet, um diese günstigere Produktion der Dorfbewohner so richtig ausnutzen zu können. Auf der anderen Seite fehlt ihm jetzt dabei etwas die militärische Kraft, die militärische Präsenz auf dem Schlachtfeld.
und wird so richtig unter Druck gesetzt. Hier sehen wir drei Dorfbewohner suchen bereits Schutz in diesem Turm. Jetzt sehe ich die Grünen. Die Grünen haben hier unten, die Malier haben eine richtige Handelsroute bereits erschlossen. Hier sehen wir bereits 5 Marktplätze von dem Mister rund um den neutralen Handelsposten. Und wie viel bringen sie heim? Knapp 100 Gold, richtig stark. Könnte natürlich besser sein, aber wie wir hier in der Minimap sehen, hat er den etwas sicheren Ansatz gewählt. Nur bis zur Mitte, bis zu seinem Dorf, bis zu seiner Stadt, die Handelsroute vorerst mal zu machen. Jetzt kommt dieses super tolle Wahrzeichen im Spiel vom Beginn. Nämlich, jedes Mal, wenn diese Händler hier vorbei marschieren, bekommen die Malier zusätzlich noch 50% des versteuerten Goldes in Nahrung. Wahnsinn, richtig stark. Zusätzlich haben die Malier die Option, 5 Außenposten, Zollaußenposten zu errichten. Und jedes Mal, wenn sie an so einem Außenposten vorbeigehen, hier sehen sie wir wahrscheinlich gleich oder auch nicht. Aber wir müssen hier auf Mister mal sehen, ob wir das hier live... Hier sehen wir es, 4 Nahrung, 9 Gold. Das heißt, 50% des Goldes, das hier zusätzlich besteuert wird, wird gleichzeitig in Nahrung besteuert. Richtig stark, schaut euch das an. Plus 9, plus 9, plus 4. Wahnsinn. Wie viele Händler hat er bereits? Hier oben sehen wir 36 Händler für den Mister. Richtig stark. Gleichzeitig sein Kollege mit der Burg, mit dem Burggrafenpalast setzt den orangen Spieler im Norden, die aber sind noch so sehr unter Druck. Das sieht schon ziemlich gut aus für unsere Spieler aus dem Süden. Schauen wir mal, was die Engländer machen. Die Engländer machen das einzig Richtige und schicken ihr Militär in den Westen zum orangen Spieler, um diesen zu unterstützen. Anders wird es nicht gehen, zurückzukommen in dieses Spiel. Und ganz rechts, die beiden spielen sozusagen ihr eigenes Spiel, Russ gegen Russ. Wir haben sehr viele berittene Bogenschützen des roten Russ-Spielers auf dem Feld. Was haben die blauen Russ... Was hat der blaue Russ-Spieler zu bieten? Sehe ich richtig? 14 frühe Ritter auf dem Schlachtfeld. Das dürfte wohl auch eindeutig sein. Hier oben sind wir... Diese Mauer wird wohl zu spät sein. Die blauen Ritter hier haben das gesehen. Schlachten Dorfbewohner ab. Aber die meisten können kommen, haben einiges an Leben eingebüßt. Aber die berittenen Bogenschützen kommen zur Hilfe. Normalerweise sollten die Ritter auch, die frühen Ritter, berittene Bogenschützen so richtig, ja, fertig machen. Aber natürlich nicht, wenn sie ja, doppelt oder dreifach unterlegen sind. Der Mister hat jetzt die Ritterzeit erreicht. Das ist unser grüner Spieler, der diesen krassen Handel hier unten betreibt. Was für ein Wahrzeichen hat er gewählt? Er hat die Garnison Farimba gewählt, ein Militärwahrzeichen. Jetzt gehen sie wohl alle auf Offensive. Es wird nicht lange dauern, kommen die ersten Speerwerfer auf das Spielfeld. Wie sieht's hier aus? Burggrafenpalast. Ich meine, seht euch das an. Speerkämpfer werden in 3 Sekunden produziert. Frühe Waffenknechte in 4 Sekunden. Landsknechte in 4 Sekunden. Dieser Schwall hört einfach nicht auf. Da haben wir so eine richtige Viehparty. Wie viele Stück Vieh sind das? Eine Menge. 1, 2, 3. Ja, wahrscheinlich 10. Und alle rund um diese Aachenkapelle. Wie gesagt, ein toller Buff. Ermöglicht ihnen extrem schnelle Nahrungsmittelgeneration. Und so sehen wir, das sehen wir, wie das aussieht, wenn so richtig der Stein ins Rollen kommt. Unten kommt nicht ein nicht minderer Stein ins Rollen. 68 Händler, 68 sind auf dem Spielfeld. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Spieler aus dem Norden das überhaupt schon mitbekommen haben.
Der orange Spieler, die Abbasiden, sind von Anfang an unter Druck von diesem nie enden wollenden Schwall an Waffenknechten vom Heiligen Römischen Reich. Ich denke nicht, dass die schon Zeit hatten, einen Scout hier nach links zu senden. Rechts, ganz rechts außen haben wir ein Wololo versucht, das heißt eine Konversation versucht. Natürlich, die blauen Ritter sind schnell genug aus der Gefahrenzone. Ja, sind noch immer in der Gefahrenzone, weil jetzt die berittenen Bogenschützen kommen, können die Ritter entkommen. Sieht vorerst gut aus, jetzt mit Hilfe des Speers, des Scouts, können sie wohl nicht so einfach entkommen, aber, und zusätzlich, aber sie sind halt sehr gut gepanzert. Das heißt, diese Bogenschützen, ja, kitzeln vielleicht die Ritter ein wenig, aber machen nicht allzu viel Schaden. Ich weiß nicht, ob das die beste Strategie hier ist, unseres roten Spielers von State. Wie sieht es aus bei den Engländern? Auch die Engländer sind sind im dritten Zeitalter mit dem Königspalast. Königspalast ist sozusagen wie ein Dorfzentrum. Man kann Dorfbewohner ausbilden, man kann Speer ausbilden. Aber wichtig für England, es besitzt auch 10 Plätze, um 10 Dorfbewohner in Sicherheit zu bringen. Das möchte England jedes Mal gerne nutzen. Oder nicht nutzen, nutzen eher weniger, aber jedes Mal braucht England relativ viele freie, sichere Plätze, um diese Fülle an Feldarbeitern im Fall, dass der Gegner angreift, Schutz zu bieten. Das Dorfzentrum bietet 15 Personen Schutz, der Königpalast 10. Das ist schon mal ein wenig besser. Unser grüner Spieler hier unten ist im letzten Zeitalter angelangt. Der Mister in der Imperialzeit. Wo ist sein imperiales Landmark? Wahrzeichen. Mal suchen. Da ist es. Die Festung der Jägerin. Natürlich ein defensives Wahrzeichen. Eine Art von Burg, eine Art von Festung. Und wird diese Handelsroute noch besser schützen. Und hier ist ein Vololo-Versuch des Roten Rus. Schafft er es? Schafft er es? Er schafft es! Er schafft es tatsächlich! 5 Händler sind konvertiert zum Roten Rus-Spieler. Ich meine, er wird nicht viel damit anfangen können. Aber auf jeden Fall ein kleiner Win für die nördliche Fraktion. Das ist natürlich weniger ideal, dass er dann einfach hier neben der Festung vorbeispaziert und natürlich gekillt wird. Allerdings, wenn wir da oben sehen, die 5 Händler, die konvertiert sind. Tja, da gibt es noch 88 mehr, die das Memo nicht bekommen haben und noch nach wie vor die grünen Farben tragen. Aber das Krasse sieht man hier schon, dieses immense Einkommen an Gold. Wie gesagt, 100 Gold, wenn sie die volle Distanz schaffen. Und jedes Mal, wenn sie bei diesem Outpost, Außenposten vorbeigehen, gibt es Zoll zu entrichten, nämlich 10 Gold, 5 Nahrung, ungefähr so war doch die Zahl. Jetzt sehen wir aber hier, Bogenschützen haben jetzt die Gefahr erkannt und versuchen auch die grünen Malier etwas unter Druck zu setzen. Aber wie viel können sie ausrichten? Wie wir hier sehen, ist Mister mit den Maliern nach wie vor der einzige in der imperialen Zeit mit der dementsprechend überlegenen Tech. Lucifron, sein Teamkollege in Blau hier drüben, ist noch immer in der zweiten Zeit, in der Feudalzeit. Wobei das für Rus nicht ganz so schlimm ist, weil Rus schon in der Feudalzeit Ritter ausbilden kann. Die müssen nicht unbedingt schnellstmöglich in die Ritterzeit. Und hier unten sehen wir, Mister schickt Lucifron 600 Nahrung, 100 Holz, 2300 Gold. Und natürlich nutzt das Lucifron sein Teamkollege, um ebenfalls in das nächste Zeitalter zu kommen. Macht das mit dem hohen Handelshaus, das ihm noch einen schönen Boost an Goldeinkommen bringt. Zusätzlich entstehen hier, wie auch immer das funktioniert, Rehe, Wild, die gejagt werden können und damit auch noch einen Nahrungsboost bringen. Weiß nicht, ob das jetzt so entscheidend sein wird, aber entscheidend sehr wohl, dass er die dritte Zeit erreicht und dementsprechend die Technologien freischalten kann, wie beispielsweise Tapferkeit der Bojaren, erhöht nämlich die Kavallerie der Rus um 20 Lebenspunkte. Richtig, richtig wichtig, richtig stark. Und hier sehen wir nach wie vor, wie crazy ist das ganze Spiel. Sehen wir hier auf der Minimap,
diesen Schwall, diesen Strahl, diese schier unaufhaltsame Welle, nicht enden wollende Menge an Waffenknechten. Ist er noch immer bei den Waffenknechten? Jawohl, er bildet aus, einen nacheinander. 3 Sekunden dauert das und der Junge ist am Weg. Wie sieht's aus? Die Basis der Abbasiden sieht schon ein wenig mitgenommen aus. Beide Dorfzentren sind dem Erdboden gleichgemacht und der Schwall wird nicht aufhören. Das wird schwierig werden, da zurückzukommen. Gleichzeitig der Mister schwimmt im Gold, schickt 500 Gold an Vortex. Vortex kann das natürlich gut gebrauchen und schickt mehr und mehr. Ich meine, mehr geht schon nicht, aber er könnte weitere Kasernen bauen und noch mehr Waffenknechte in diese Richtung schicken. Oder auch andere Units, also andere Einheiten wie Ritter oder Armbrustschützen, was auch immer. Oder Belagerungswaffen. Aber stattdessen sehen wir, dass auch Vortex in das nächste Zeitalter marschiert mit dem schwäbischen Palast. Und wie wir alle wissen, ist in Schwaben Partytime. Das heißt, da werden viele neue Babys geboren. Alle 6 Sekunden ein neuer Dorfbewohner, eine neue Dorfbewohnerin wird die Anzahl an. Und da haben wir das Kapitulieren. Schade, jetzt wollte ich gerade erklären, wie crazy nach oben jetzt die Dorfbewohneranzahl geht. Weil der schwäbische Palast ist wohl das stärkste wirtschaftliche Gebäude im Spiel oder eines der stärksten. So, und hier sehen wir die Zeitlinie und das sagt wohl alles aus. Der Mister mit dem übelst krassen Handelsnetzwerk schießt so richtig rauf. Hier Anzahl der Einheiten verdoppelt innerhalb kürzester Zeit, verdreifacht und ist hier am Ende, gegen Ende, hat mehr als das Doppelte aller anderen Spieler, also einzeln genommen natürlich. Schauen wir mal kurz Dorfbewohner. Ja, Dorfbewohner, da sieht man diesen Unterschied nicht so extrem, weil natürlich die Händler nicht dazugehören. Wirtschaftsanzahl, da sehen wir es. Seht euch das an. Dorfbewohner und Händler gemeinsam. Wie eine Rakete geht ab, dieser Graf, Richtung rauf, Richtung Norden, Richtung Sieg von Mister. Also hier ist das dritte Zeitalter erreicht für den türkisen Spielern und hier geht es dann einfach richtig krass rauf. Und was man natürlich bedenken muss, diese Waffenknechte sind wohl die stärkste Einheit zu diesem Zeitpunkt, sagen wir mal bis ungefähr hierher, wenn andere Spieler, also solange andere Spieler nicht auch das dritte Zeitalter erreichen, ist das eigentlich nicht zu verteidigen. Hier sehen wir den roten Spieler erreicht hier das dritte Zeitalter, der gelbe Spieler hier. Aber beide sind nicht imstande, so richtig ein großes Militär aufzubauen. Und der rote Spieler hier, der war die ganze Zeit beschäftigt, den blauen Spieler zu bekämpfen. Das heißt, Türkis hat eigentlich im Alleingang gegen Gelb und gegen Orange gekämpft. Und da sehen wir das schon in Orange. Die armen Abbasiden, die nie in die Gänge gekommen sind, sind hier richtig zurückgeprügelt worden auf vielleicht 5 militärische Einheiten. Sind ja maximal auf 10 gekommen, 12 vielleicht im Laufe des Spieles, nie mehr. Und der gelbe Spieler Linok mit England, auch eigentlich die meiste Zeit unter dem Grafen von Türkis vom Heiligen Römischen Reich. Und wie gesagt, bedenken muss man natürlich, die gelben Militäreinheiten hier sind schwach gepanzerte Speerkämpfer und Bogenschützen. Auf der anderen Seite, die Türkisen sind so richtig stramme Waffenknechte des Heiligen Römischen Reichs. Und schaut euch das an, hier am Ende natürlich riesige Machtdemonstration vom Heiligen Römischen Reich auf dem Schlachtfeld. Riesige Machtdemonstration der Malier auf der wirtschaftlichen Front. Und ja, der Russspieler, Lucifron, der Blaue, der hat so sein eigenes kleines Spielchen mit dem roten Russspieler gehabt. War jetzt nicht das alles entscheidende Duell, sondern wie gesagt eher ein Einzelspielchen. Entscheidend war einfach Vortex militärisch
und Mr. Wirtschaftlich waren in diesem Spiel auf einem eigenen Level. Und mal sehen, sie sind jetzt im Halbfinale. Vielleicht holen sie den Cup der Winter Challenge